Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 9. Februar 2021. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und erstmal mega krass. Ich hatte ja gestern gesagt, vielleicht kriegen wir die 700 Abonnenten zusammen und mittlerweile stehen wir bei 750 ungefähr. Also echt heftig, wie viele da jetzt seit gestern dazugekommen sind. Vielleicht knacken wir in diesem Monat ja schon die 1000 Abonnenten. Wäre mega cool, würde mich auf jeden Fall freuen. Und an jeden, der noch nicht Abonnent ist, laut YouTube-Statistiken ist es wohl so, dass 66% der Zuschauer den Kanal nicht abonniert haben. Also wäre cool, wenn du den Kanal abonnieren würdest, um halt hier kein Depot-Update von meinem, ja, spekulativen Aktiendepot auf Trade Republic zu verpassen. Ja, wie du hier schon siehst, lief der Tag heute eigentlich relativ gut, 2,98%. Aber bevor wir uns das genauer angucken, möchte ich gerade noch mal auf ein paar Aktien eingehen. Nämlich zunächst BYD. Ja, kennen glaube ich die meisten von euch, chinesischer Autohersteller. Und heute gab es die Nachricht von Bloomberg, dass BlackRock ja quasi aufgestockt hat. Von 4,85% waren das auf 5,05%. Und ja, erhöhen somit eben den Anteil an BYD. Also eine sehr gute Nachricht. BYD heute 3,48% gestiegen. Ich war ja selbst mal investiert und überlege auf jeden Fall, ja, bei meinem anderen Depot, bei der Consorsbank, auch einen Sparplan anzulegen. Man spricht hier ja gerne vom, ja, chinesischen Pendant zu Tesla. Ob man das jetzt so sagen will, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall starke Entwicklung. Vor allen Dingen die Jahresperformance. Super krass, wäre man bloß hier eingestiegen, aber ja, nichtsdestotrotz könnte sich das auf jeden Fall in Zukunft noch sehr positiv auswirken. Dann kommen wir zu APCO International. Hatte ich heute in meinem anderen Video schon kurz vorgestellt. Ist ein kanadisches Unternehmen für, ja, für cloudbasiertes Mobilfunkunternehmen allgemein gesagt. Und die haben eine Softwareanwendung für Apple und Android, die quasi WhatsApp ähnelt. Und demnächst steht eben eine Einführung der E-Wallet bevor, mit der man dann per App, ja, Rechnungen senden kann oder internationale Gelder überweisen kann, internationale Währung umrechnen kann, auch Überweisungen tätigen kann und eben sonstige Zahlungen. Das kann man dann alles mit dieser E-Wallet machen. Und man kann außerdem eben seine Kontoinformationen sicher teilen. Also ein sehr wichtiger Punkt ist, dass APCO eben ja keine Analysen und keine Datennutzung an Dritte verkauft. In letzter Zeit einen sehr hohen Anstieg gehabt an Downloads bei der Nutzung von dieser Messenger-App. Und ja, besonders im Mittleren Osten und in Asien Wachstumsraten von 15% wöchentlich gehabt. Also echt mega stark. Ja, in letzter Zeit ist das Thema ja Datenschutz, also bei den Messaging-Apps wie Signal und Telegram, die dann eben einen starken Nachfrageschub bekommen, ja, im Fokus, da viele eben eine Alternative zu WhatsApp suchen, weil sie sich eben ja Sorgen über die Änderungen der Datenschutzrichtlinien machen. Und vielleicht könnte APCO eben auch eine gute Alternative sein, wer weiß. Ich habe hier eine Limit-Order erstellt. Ja, mal gucken. Also ein bisschen was wollte ich wohl reinstecken. Können es mal heute 32% plus
Plus gemacht. Seit 5 Tagen fast 120, 282%. Ja, mega stark. Wer weiß, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Und genau, bin auch gespannt, wie es dann, wenn diese E-Wallet eingeführt wird, wie es dann hier weitergeht, ob es dann nochmal kräftig steigen wird. Wer weiß, bislang ein Penny Stock. Mal gucken. Ja, dann kommen wir zum Heimdepot. Und wie ich eben schon gesagt habe, heute lief es eigentlich auch wieder ganz gut, so wie gestern. 2,71% plus gemacht oder gerade 175 Euro. Hatten hier einen Höchstwert von 4,8%, war echt mega krass. 304 Euro. Ja, ich habe heute weder etwas fair oder gekauft. Ich hatte ja heute diese Limit Order gemacht, nochmal storniert und dann nochmal neu. Wurde noch nicht ausgeführt. Mal gucken, ob das was wird. Ja, und ansonsten ändere ich mal die Ansicht hier. Die können wir kurz einmal überfliegen. Viele Aktien hier wieder im grünen Bereich, was mich echt ja, freut. Die Naga Group. Die Aktie mit dem größten Wert in meinem Depot. Heute ein Plus von 15,86% gemacht, gehört damit zu den ja, Top-Aktien für den heutigen Tag. Hier hatten wir einen Wert teilweise von 9,25 Euro, echt mega stark. Auch echt stark, wenn man sich mal das anguckt, wie die Aktie jetzt in den letzten Wochen gestiegen ist. Ich hatte ja ein Buy-in von 4,65 Euro und bin hier jetzt insgesamt 370 Euro im Plus, also fast 80%. Dabei habe ich die Aktie halt erst, seit wann habe ich die? Ich weiß es gar nicht. Noch gar nicht lange, also noch nicht mal eine Woche. Ja, die Analystenmeinung hier auch 100% kaufen. Mal gucken, wie es hier noch weitergeht. Dann der Global Clean Energy, eigentlich den ganzen Tag so im Minus gewesen. 21 Cent, gut, aber hier immer noch im Plus, Gott sei Dank. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zum Global Clean Energy in die Kommentare schreiben. Da gibt es ja auch sehr ja, gespaltene Meinung zu. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet. Genau. Dann Realty Income. Jetzt ab Nachmittag nochmal so ein bisschen angestiegen. Macht jetzt auch nicht so viel aus. 0,75%. Hier insgesamt ein klein wenig im Plus. 2,87%. Ja, freut mich natürlich. Ich halte die Aktie ja hauptsächlich wegen den Dividenden. Da gibt es ja jeden Monat, also das seht ihr hier, 19 Cent pro Dividende, pro Aktie, sorry. Und ja, nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Dann TYMI Technologies. Heute auch mega gut performt. 14,91%. Hatte ich ja gestern erst gekauft. Und tatsächlich alle Aktien, die ich gestern gekauft hatte, also TYMI, Ocugen und Ecograph, haben heute echt mega gut performt und tragen ja hauptsächlich zu meinem zu meiner Rendite heute bei, also quasi zu dem Wert hier. 16,67%, also es pendelt jetzt die ganze Zeit hin und her, weil es eben wie gesagt eine Momentaufnahme ist. Also ihr seht es ja oben links an der Uhr. Es ist gerade 19:07 Uhr und die Börse hat ja noch ein bisschen auf, deswegen kann man das jetzt gerade nicht so genau sagen. Aber ja, gestern gekauft, jetzt hier auch schon über 20% im Plus, habe 200 Aktien. Und auch hier gibt es eine klare Kaufempfehlung der Analysten. Haben zwar jetzt nur zwei Analysten bewertet, aber das sieht doch ganz gut aus. Stoneco.
Stonko ist gestern tatsächlich nochmal ganz gut abgegangen zum Ende des Tages hin. Genau, da hatten wir die 73 Euro auch hier schon erreicht und heute, ja, stehen wir auch bei 73,42 Euro. 1,07% heute gemacht. Und hier auch jetzt über 100% im Plus. 266,54 Euro. Mega stark, freut mich natürlich auch. Auch die Analystenmeinung hier sehen die Aktie, also dass man sie kaufen sollte. Höchste Einschätzung liegt bei 93,55 Euro. Ja, hoffen wir, dass die Aktie da hinkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier vielleicht sogar nochmal nachkaufen sollte oder nicht. Muss ich mir nochmal überlegen. Aber ja. Für den einen oder anderen, der es vielleicht noch nicht weiß, ich wollte mein Trade Republic Depot ja hauptsächlich dafür nutzen, um sehr, sehr spekulative Aktien zu kaufen. Und ich habe letzte Woche war das ein neues Depot eröffnet bei der Consorsbank und dort werde ich halt eben ja langfristig mein Geld anlegen in so Werte wie Microsoft, Apple, den MSCI World, also sowas Klassisches würde ich jetzt mal sagen. Und dieses Depot hier werde ich auch wahrscheinlich kein Geld mehr drauf einzahlen, ja, dient eigentlich nur der Spekulation oder halt nur spekulativen Aktien und versuche natürlich so viel Rendite wie möglich hier mitzumachen. Ja, wird man dann natürlich sehen. Aber genau, das wollte ich nochmal gesagt haben. Genau, Stonko hatten wir gerade. Nokia, heute wieder ein Minus gemacht, 2,27%. Ja, es geht nach unten. Nichtsdestotrotz die Monatsansicht trotzdem noch im Plus, aber natürlich erkennt man hier, dass es immer weiter nach unten geht. Wer weiß, Geduld. Ich sage ja immer, spätestens beim 5G-Ausbau sollte das eigentlich wieder gut ja, nach oben gehen. Ich lese gerade hier kurz, gucken wir uns doch am besten nochmal gerade die GameStop-Aktie an. Das würde mich nämlich gerade auch mal interessieren. Dafür gehen wir hier in die Suchleiste und geben GameStop ein. Okay, auch Minus gemacht, 18%. Ja, bei GameStop geht es auch nur noch bergab. Wie gesagt, war ja auch sehr, sehr spekulativ da reinzugehen. Ich bin ja bei diesen ganzen Wall Street Bets Aktien, wenn man das so nennen will, bei AMC drin, Nokia und BlackBerry. Ich hatte GameStop, ich hatte die nur einen Tag, auch bevor das anfing. Also ich hatte die bei 36 Euro, nee, bei 34 Euro und habe sie dann irgendwie wieder bei 36 oder so verkauft. Also weiß ich nicht, wollte dann schnell wieder raus. Ja. Mal gucken, wenn man sich auch die Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden hier mal ansieht. Mega heftig. Also, ihr habt es ja alle mitbekommen, was da passiert ist. Mal gucken. Also, ich glaube nicht, dass es nochmal so krass steigen wird wie zu diesem Zeitpunkt hier. Ja, Ende Januar war das. Der höchste Wert war bei 410 Euro. Ja, ich denke nicht, dass sie da nochmal hinkommen wird. Es gibt immer Gewinner und Verlierer bei sowas, deswegen, wenn ihr kein Geld übrig habt und lieber sinnvoll und langfristig investieren wollt, dann macht das mit vernünftigen Werten wie, keine Ahnung, dem MSCI World oder informiert euch da am besten selbst. Also das ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Da müsst ihr euch selbst informieren, aber das ist halt wirklich reinste Spekulation und es kann zum Totalverlust kommen. Das sollte einem klar sein, wenn man eben in sowas investiert. Gut, dann, ja, Nokia hatten wir. 2,27% Minus bislang. Der Tag ist ja noch nicht vorbei. Gucken wir auf Echograph.
Hatte ich ja auch gestern gekauft, wie gesagt, heute 40,91% plus gemacht. Das macht eben 23 Cent aus und ist bei 450 Aktien, die ich habe, schon enorm viel. Gleichzeitig muss man aber auch immer daran denken, dass es natürlich auch ins Minus gehen könnte und dass man eben auch bei solchen Penny Stocks schnell viel verlieren kann. Also es sollte einem, wie gesagt, immer bewusst sein, wenn man in sowas investiert. Ja, bislang eine Performance hier über 30%, 89 Euro. Echt mega stark, hat mich auch wirklich gewundert, dass es so schnell so krass ansteigt. Ja, vielleicht aber auch ein Warnsignal, dass man bald verkaufen sollte oder ja, verkaufen sollte und vielleicht schon Gewinne realisieren sollte. Man kann es halt leider vorher nicht sagen, das ist das Problem. Ich werde es mir jetzt in nächster Zeit erstmal noch angucken und dann gegebenenfalls vielleicht schon ein paar Gewinne realisieren oder hier die Hälfte verkaufen oder so. Das muss ich mir noch überlegen. Aber es hat mich echt gewundert, dass es so stark ansteigt. Ja, eine Aktie, die heute erst gut performt hat und dann doch ins Minus gegangen ist, ist Ocugen. Hatte ich ja auch gestern gekauft und wir waren hier teilweise bei einem Wert von 13,20 Euro, was auch echt enorm gut ist. Nichtsdestotrotz bin ich auch hier noch mit über 40% im Plus. Mein Buy-in lag hier bei 7,53 Euro. Ja, ich hatte die ungefähr ja, so hier irgendwo gekauft. Das wird hier leider ja nicht richtig gut angezeigt bei Trade Republic. Und ja, jetzt schon so viel im Plus. Das, also die Frage bei Ocugen ist, ob sie eben auf diesem Niveau bleiben. Sie sind ja gestern Abend noch extrem gestiegen. Und vielleicht verkaufe ich hier auch und realisiere erstmal ein paar Gewinne, denn man sieht hier zum Beispiel auch, die Marktkapitalisierung ist sehr, sehr hoch. 2,13 Milliarden Euro. Also ja, ich schaue mir das hier auch erst noch ein bisschen an und dann könnte man ja schon ein paar Gewinne mitnehmen. Genau. Dann Geely Auto, heute ein kleines Plus gemacht, macht jetzt auch nicht so viel aus. 2,83%, das macht 9 Cent aus. Und ja, insgesamt ja aber immer noch im Minus. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das wird auf lange Sicht auf jeden Fall noch mein Buy-in erreichen. BlackBerry, auch so eine sehr, sehr spekulative Aktie, auch ein Minus gemacht von 3,48% oder auch 39 Cent. Hier habe ich ja 25 Stück von und bin über 20% im Minus. Ja, was soll ich dazu sagen? Mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich werde sie auf jeden Fall halten, genauso wie AMC. Kann ich jetzt auch kurz erst vorziehen. Heute auch wieder minus 10% gemacht. Hier 710 Euro minus. Ja, es ist halt so, wie es ist. Ich möchte die Verluste jetzt noch nicht realisieren. Erst wenn ich verkaufe, erst dann ist es ein Verlust und dann, ja, warte ich lieber noch ein bisschen ab. Vielleicht steigen sie ja noch, wenn der Lockdown vorbei ist und Kinos wieder öffnen können. Mal gucken. Ich werde sie auf jeden Fall halten. Genau, AstraZeneca hatten wir ja gerade übersprungen. Hier ein Tageshoch von 83,66 Euro gehabt. Das macht 1,19% aus. Und ja, leider immer noch nicht an meinem Buy-in, aber auch hier alle Geduld. Mal gucken, wie das dann ist, wenn es mit dem Impfen losgeht. Ich hatte ja gestern, glaube, ja, gestern war das, gelesen, dass vor allen Dingen die unter 65-Jährigen hier vor Ort eben mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden sollen. Mal gucken.
Ja. So viel dazu. Coca-Cola heute ein Minus gemacht von 0,6%. Microsoft ein kleines Plus hier zum Start der US-Börse. Ein wenig angestiegen, jetzt aber wieder gesunken. Ja, macht jetzt auch nicht so viel aus. McDonald's auch gestiegen. Wollte gerade gucken. Ja, hier bin ich ein kleines bisschen im Plus, aber noch nicht verkaufen. Wie gesagt, ich weiß auch bei McDonald's noch nicht, ob ich die direkt auf mein Consorsbank-Depot rüberziehen soll oder ob ich sie ja vielleicht jetzt vorher ein bisschen im Plus verkaufen sollte und dann nochmal günstiger nachkaufen sollte. Das weiß ich wie gesagt noch nicht. Mal gucken, wie ich das dann handhaben werde. LTC Properties 0,24%. Walmart auch ein wenig gestiegen, aber auch hier noch lange nicht an meinem Buy-in. 7 Euro noch im Minus. Dann Xiaomi hat sich auch wieder ein bisschen erholt hier. 2,56% Minus. Plus, sorry. Und Pepsi ein Minus von fast 1%. Ja, mal gucken, wie lange das jetzt noch mit den Zugangsdaten für mein anderes Depot dauert. Also ich hatte ja, wie gesagt, noch ein Depot bei der Consorsbank eröffnet. Gut, die Post war jetzt bei uns nicht aufgrund des hohen, also wegen dem Schnee, wegen des Schnees. Ja, mal schauen, wie lange das noch dauert. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn es später kommt, also alle Zeit der Welt. Nur ich glaube, ich würde dann so Aktien wie hier Pepsi, Walmart, McDonald's, Microsoft, Coca-Cola. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, beim Global Clean Energy bin ich mir auch unsicher. Solche Werte würde ich dann auf jeden Fall auf das andere Konto rüberziehen, meinen Depotübertrag machen. Ja, und dieses Depot wird dann hier für rein spekulative Aktien. Mal gucken, also wie viel man damit dann erreichen könnte. Ja, und ich denke, diese Dividendenaktien wie Realty Income, LTC Properties werde ich auch hier drauf lassen. Weiß ich aber, wie gesagt, noch nicht genau. Gut, dann würde ich sagen, schreibt mir gerne eure Performance in die Kommentare. Und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr möchtet. Ich würde mich echt freuen, wenn wir irgendwann die 1000 Abonnenten erreichen. Das wäre echt mega krass. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Ciao.